Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary, dem wohl beschissensten Teil, den es je in diesem Spiel gegeben hat. Deswegen werde ich mich jetzt konzentrieren. Ich habe eine Idee, wie es funktioniert, aus dem Grund, ich habe im Internet geguckt. Und es ist mir scheißegal, weil ich einfach nicht... Da dran brauche ich gar nicht hüpfen. Es macht auch keinen Sinn, das hatte ich euch auch in der letzten Folge schon gesagt, dass es keinen Sinn macht, dass ich aber einmal von da nach da muss. Nein, guckt mal, wir haben hier eine Erhebung, guckt mal, eine Aussparung. Und dort können wir reinrutschen und rutschen wir ab und können an das Ding dran, dann da hoch, da dran, an das Ding, dann müssen wir irgendwo da wieder runterrutschen und da dran und dann darüber. Und da oben ist hoffentlich ein Kontrollpunkt. Es ist... Ich mute mich jetzt, damit ich nicht wieder rumfluche. Vielleicht schnibbel ich auch ein bisschen, bis ich die Szene geschafft habe. Und dann werden wir uns gleich wiedersehen. Also, bis gleich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Jetzt nichts mehr falsch machen. Ich dreh sonst durch. Ich dreh sonst durch. Es ist Tag 2, seitdem ich das probiere. Oh mein Gott, es ist ein Kontrollpunkt. Oh mein Gott, wir haben's geschafft. Ich habe alles aufgenommen. Das waren jetzt... Oh, ich weiß nicht. Es ist jetzt Sonntag früh um 7. Ich bin jetzt seit einer Stunde schon wieder am Probieren. Hab, Samstag schon 2 Stunden probiert und diese Stelle ist einfach nur Kacke. Ich habe versucht, diese Stelle irgendwie auszunutzen, sag ich mal. Also zum Beispiel nicht über diese Stangen da, sondern einfach gleich an diesen Haken da drüben. Es hat auch geklappt und die Zeit war auch dafür zu kurz. Also ich wäre auch von der Abdeckung, ich weiß nicht, ob ich es reingeschnitten habe oder nicht. Oh Gott, ich bin so froh, dass ich diesen beschissenen Teil endlich geschafft habe. Weil das Problem ist, du musst die Tastenkombi immer wieder durchprobieren, immer wieder im Kopf haben. Weil manchmal musst du springen zurückdrücken, springen vordrücken und ach, furchtbar. Okay, es ist egal. Ich bin jetzt gerade sehr, sehr stolz auf mich. Und ich bin jetzt vor allen Dingen gerade sehr froh, dass es hier einen Kontrollpunkt auf dieser Plattform gibt. Danke, danke. Also jetzt müssen wir mal gucken. Das interessiert uns noch nicht. Nee, warte mal, das war die wir vor uns brauchen. Komm erstmal natürlich wieder früher. Aber das ist mir jetzt egal. Ich habe übrigens jetzt die Maschinengewehr genommen, weil die einfach. Haben die sich gerade selber abgeschossen? Die Plattform fährt jetzt nicht rein, oder? Nee, die fährt nicht rein. So, die Stange, darüber, da hoch. Okay, das ist easy. Denke ich. Habe ich keine Muni mehr für die? Ich habe echt keine Muni mehr für die. Wieso ist denn die Stange jetzt? Wenn es doch immer so einfach wäre. Wie hier.
dann wäre das echt so schön. Und es ist wieder ein Kontrollpunkt. Ich freue mich. So, wir müssen jetzt auch wieder hier drauf. Dann kommt da ein Haken, dann da drauf und darüber. Oder? Nee, warte mal, von hier sind wir ja gerade gekommen. Da ist eine Höhle, guck mal. Warte mal, das Ding haben wir gerade... Wo ist denn die Plattform, wo wir gerade... Nee, wir müssen das Ding jetzt anschießen, ne? Nee, wir sind doch... Von welcher Plattform sind wir denn jetzt gekommen? Wir sind von hier gekommen. Das heißt, wir haben das, das und die Plattform da, die da reingefahren ist. Fährt hier noch irgendwo eine raus, oder? Wir gucken einfach mal, was passiert. Ich will das gar nicht analysieren, aber ist egal. Ach, die knallen sich manchmal selber ab. Da ist ein Haken. Und dann? Was war das denn? Haken. Rüber. Dann bin ich aber wieder da. Ach nee, dort ist noch ein Haken. Ich sehe es. Okay. Achso, okay, nee, das wird nichts. Okay, also ich muss mir. Die Plattform fährt da rein. Die fährt doch nicht richtig raus, oder? Warte mal. Die Plattform, da ist das. Da kommt ja aber ein Haken raus. Das heißt, ich muss auf diese Plattform eigentlich gehen. Genau. Nein, ich will das gar nicht analysieren. Komm hoch, Lava. Na. Manchmal schießen die sich gegenseitig ab. Das finde ich ist cool. Oh, nee. Und losrennen. Warte mal, ich bin doch falsch. Ich bin eins zu niedrig. Muss ich da oben dran? Nee. Wo muss ich denn hier lang? Also von hier sind wir gekommen, das ist klar. Und darüber waren auf der Plattform, die jetzt reinfährt. Aber da fährt ja auch ein Haken raus, wenn ich das hier... Kann sie nicht anvisieren jetzt. Der ist auch noch draußen. Ich muss von da, ich muss zeitig genug wahrscheinlich abspringen. Okay. Ah, okay, ich muss höher. Ich muss höher, ich kann mich hier runterfallen lassen. Ich muss höher, ich muss höher, 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 höher. Aber die Zeit habe ich doch gar nicht. Aber das ist okay. Spring noch bitte nicht runter. Hä? Oh, Lara. Also dieses Level, da war Ägypten ein Witz dagegen. Ganz ehrlich. Was macht denn der da? Steh bitte wieder auf, Lara. Spring doch nicht runter, was macht sie denn? Okay, nein, so ragen wie gestern werde ich nicht nochmal... Was macht bitte dieses Vieh?
Ups. Ah, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Also der Turm hier ist der Turm der Hölle. Das sage ich euch. Der Turm ist der Turm der Hölle. Ja, jetzt fährt das nochmal aus. Okay. Das ist der Turm der Hölle. Der Hölle. Dort ist übrigens noch eine... Ach nee, das ist doch keine... Irgendwo war hier noch eine Öffnung, glaube ich. Aber gut, egal. Wir gehen weiter. Ich will hier weg. Es ist einfach nur... Wie sieht's denn... Vielleicht kann ich einige dieser Fallen entschärfen. Welche Fallen? Okay, haben wir genug Zeit, um durchzulaufen. Hier ist nichts. Die danach. Nee, doch nicht. Warte mal. Nein, da oben. Ich weiß nicht, was die entschärfen sollen. Ich stand doch gar nicht drin. Okay, whatever. Ach, warte mal. Gucke mal, was ich gerade sehe. Warte mal. Oh, guckt mal. Wir haben ja hier noch was gefunden. Da, 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 da. Hallo? Wer hat denn hier gerade gefaucht? Nein. Ist das dein Ernst jetzt gerade? Aua, stehst du bitte auf, Lauren? Aua. Ist er weg? Er ist weg, okay. Oh, hier. Schrotmuni. Ding, ding, ding. Hier nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich die entschärfen soll. Aua! Ich dachte, die hat gerade so lange offen gestanden. Haben wir jetzt das Artefakt mitgenommen? Ach, ist egal. Wir haben es gesehen, wo es ist. So. Vorne ist noch einer, alles klar. Wir sind durch. Okay. Wir können, brauchen keine entschärfen.
Ach, guck mal. Oh Gott, das sind wir. Das ist ein Spiegelraum. Das ist ein Spiegelraum. Da drüben sind wir. Aber wir sehen irgendwie anders aus, oder? Muss ich jetzt hier echt runter? Schießen die auch wieder die Viecher und lassen die natürlich nicht in Ruhe. Kann es sein, dass ich mich auch selber abschieße? Steh doch bitte auf, Lara. Oh, steh doch bitte auf. Kann ich mit ihr zusammenkommen? Jo, guckt mal. Das bin ich. Das ist so eklig. Aber ich brauch's fürs Thumbnail. Die guckt ja auf die Titten. Lara, du hast viel schönere. Okay, warte mal. Jetzt muss ich mich erstmal umgucken hier. Haben wir hier noch irgendwas zum Einsammeln? Hier haben wir noch was. Hier geht ein Weg hoch, den wir jetzt aber noch nicht nehmen können. Okay. Hier sind wir runtergekommen. Oder da. Eins von beiden. Haben wir noch ein bisschen Muni. So, ich glaube, wir müssen irgendwie mit ihr... Okay, ich kann mich also selber anschießen. Das macht hier aber keinen Sinn. Es fährt gleich wieder rein. Was ist das da? Nee, warte, ich muss es mal gucken. Hier fährt eine Plattform, da kann ich da hoch. Was ist denn mit der anderen Plattform? Kann ich mich da einfach so festhalten? Okay, ich hab's kapiert. Oh, da kommt aber was Heißes raus. Okay, kein Problem. Stellt euch mal vor, ihr hättet jemanden vor euch, der immer genau das Gleiche tut. War das jetzt genug? Der immer genau das Gleiche tut wie ihr, nur in die entgegengesetzte Richtung. So, kommt hier irgendwann irgendwas raus, oder? Ah, okay. Oh, ich kann mich nicht nochmal festhalten. Okay, kein Problem. Mir ist ja auch wurscht, welche Seite wir letztendlich nehmen. Solange wie es dem Spiel auch wurscht ist. Wir springen doch einfach rein. Nein, du sollst doch bitte einfach rückwärts springen. Wieso springt sie denn nicht rückwärts? Lass doch los. So. Jetzt geht die Tür zu. Keine
Ahnung warum. Ach so, wegen dem Hebel. Dann habe ich ja doch. Nee. Oh, Gott sei Dank. So ein kleiner. Okay, warte, jetzt muss ich. Was muss ich denn jetzt machen? Ich komme doch gar nicht darüber. Ich kann also... Die Tür geht im Endeffekt, sobald ich auf die Plattform gehe, geht die zu. Ja, ich darf also eigentlich nicht wirklich auf die Plattform kommen. Komme ich da drüben? Nee, muss ich nicht zwingend. Kann sie sich nicht auf die Plattform stellen? Ich jetzt. Oh, ich bin runtergefallen. Hätte ich jetzt hier irgendwo hingekonnt? So, weiß jetzt gerade gar nicht. Jetzt kann ich den Hebel wieder umlegen, da geht die Tür drüben wieder auf. Oh, nee. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder runter und sie plumpst dann da rein, oder was? Das ist Lava. Ich muss sie loswerden auf gut Deutsch. Okay, verstanden. Ah, muss man erstmal rausfinden. Zeit. Okay. Nein. Kannst loslassen, aber wir müssen noch mal auf die andere Seite. Diese begrenzte Zeitkacke gefällt mir auch gar nicht, ey. Geh hoch. Geh hoch, Lara. Da geht sie schon wieder zu. Und sie springt hoch. Gut, ist egal. Tja, hm. Da ich jetzt aber noch ein bisschen schnippeln muss mit der Folge hier, werde ich es erstmal dabei gut sein lassen. Wir haben ja diesen blöden Turm geschafft. Und das Rätsel hier kriegen wir auch noch hin. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.